Ah, okay. Wie praktisch, dass der Turm hier so einen Hohlraum hat. Ist wahrscheinlich so ein Lüftungsschlitz gewesen, wa? Der auf der Rückseite des Turms angebracht worden war. Angebracht? Ich hab mal eben ein paar Löcher in deinem Computer angebracht. Ist für bessere Durchlüftung. Ist doch okay, oder? Ah, verdammt. Verdammt, wo bin ich? Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Ist das der Ausgang? Ah, verdammt. Okay, draußen. Wo muss ich jetzt lang? Geradeaus, ne? Einfach geradeaus. Okay, gut, dann mal raus hier aus diesem Saftladen. Verdammt! Wie so ein Bumper oder ähnliches von Pinball. Wo wenn der Ball dagegen klatscht, dann mal eben schön durch die Gegend geschleudert wird. Dagegen klatscht? Wo der wenn er dagegen kommt, quer durch die Gegend geklatscht wird. So, jetzt haben wir es richtig rum. Immer diese Wortverdreher. Oh, das war jetzt, glaube ich, Magmor? Ich glaube, das war Magmor. Genau. Ist das nicht dann der Ort, wo relativ in der Nähe ein weiterer Lift ist? Ja, relativ nah dran ist ein weiter. Okay, das ist die Tal- und Oberwelt. Haben wir einen zum... Haben wir keinen zu der Fason... nicht Fasonmine. Zu den Shoso-Ruinen? Doch. Raus links. Thank you.
Na, egal. Ich hab das Leben. Kann das abhaben. Überall gehe ich hin, nur nicht da, wo ich hin will. Hauptsache, ich krieg Schaden von der Lava wieder. Das ist nervig, hier so was lahmarschiges zu haben. Irgendwie meine ich, ich weiß nicht aber, ob das jetzt in diesem Teil war oder erst im nächsten Teil. Oder habe ich das schon bereits und ich habe keine Erinnerung mehr daran? Irgendwie meine ich, dass man bei so einem Raum, wo ein Lift ist, irgendwo was finden konnte. Auch wieder quasi so ein Missile-Container. Okay, wo ist der Boss? Raum? Oh, wie praktisch. Ach ja, stimmt. Warte mal, kann ich die nicht einfach verbrennen damit? Nee? What? Ich habe einen Plasma-Beam und ich kann die Nester damit nicht einfach mal eben verkohlen. Okay. Besteht deren Nest aus Asbest oder was? Ich musste das scannen, richtig? Ja. Das habe ich bereits gelesen irgendwann mal. Oh, da oben. Schön, wie die selbst diese komischen Krabbelviecher davon unbeeindruckt waren. Oh, der Block geht kaputt. No! Oh. Nein! Oh, nö, du. Wait. 00 Gesundheit ist immer noch Gesundheit? Dann habe ich 100. Oder was? Muss ja, wa? Geht ja nicht anders.
Bye. Irgendwas war hier gerade komisch. Das sah hier so rot auf einmal aus. Wisst ihr gar nicht warum? Da, Geister. Habe ich die schon mal gescannt irgendwann? Habe ich. God damn it. Ach, so einfach. Okay. Minimal enttäuschend irgendwie, aber okay. Huh. Auch so ein Artefakt, was ich die ganze Zeit holen konnte. Okay, das nächste Artefakt. Oh, wait, den habe ich noch gar nicht? Verdammt. Die Shoso. In einem der entlegensten Winkel Talons befindet sich ein Garten des Lebens. Dort ist eine Säule unterhalb der Wellen freizulegen, um das Artefakt der Shoso-Kultur bergen zu können. Ich muss zurück zum Garten des Lebens. Das ist auch ein Fragezeichen, ebenfalls. Und die Welt habe ich bereits, der Geist. Am Rande Fendranas ist eine eisige Schlucht zu finden. Ein verborgener Eingang hoch oben führt zum Artefakt des Geistes. Am Rande Fendranas. Das? Muss ja, wa? Wenn man sich das Ding hier anguckt, diesen eigenartigen Turm. Also wieder zurück nach Fendrana. Toll. Habe ich einen schnelleren Weg nach Fendrana? Gibt's einen in der Tal- und Oberwelt? Sieht gerade nicht danach aus. Oh. Da muss ich allen Ernstes wieder nach Markmoor gehen? Oh, nö. Okay, wo geht's hier nach Markmoor? Rückwärtsgang. Hätte ich mir lieber die anderen angeguckt, dann wüsste ich jetzt, dass ich da noch hätte was machen können, wa? Warte mal, wenn ich jetzt die ganzen Artefakte finde, heißt das dann eigentlich, dass ich dann... Das heißt dann, glaube ich, dass ich dann womöglich heute mit Metroid fertig dann bin, wa? Hm. Okay. Auch gut.
Das ist dann auch gut. Muss ich dann. Da muss ich dann erst recht angucken, was ich dann als nächstes mache, aber wird schon was finden. Da fliegt genügend rum. Ich muss mich nur zu irgendwas entscheiden. Verdammt, da brauche ich, glaube ich, mein normales Ich. Kann man eigentlich gekillt werden, wenn man da von diesen Säulen, die da hoch und runter gehen, irgendwie es hinbekommt, dann da drunter zu sein, dann zerquetscht wird? Also quasi unter diesen hervorragenden Stück hier von der Plattform? Oder haben die das so gemacht, dass das schon nicht passieren kann? Habe ich das nicht? Wait. Warum ist denn das wieder da? Die müssten doch eigentlich zerstört bleiben, die Sachen, oder nicht? Das macht keinen Sinn. Das macht mal gerade überhaupt gar keinen Sinn. Geht das hier eigentlich? Nee, geht nicht. Das müsste doch eigentlich zerstört bleiben. Was, so könntest du meinen, da wäre was noch zu machen? Warum habe ich das Gefühl, dass hier noch irgendwo was ist? Was ist? Ach so. Ach so. Analyse des Tempels beendet, was? Artefakte zurückbringen, um Krater zu öffnen. Ja, das ist mir schon klar, dass ich die da hinten zurückbringen soll. Aber ich habe doch noch nicht alle.
Ich hab doch noch gar nicht alle. Und ich hätte jetzt eigentlich nur noch die zwei da abgeholt, von denen ich scheinbar minimal irgendwelche Informationen habe. Und wäre dann zurück zu dem Tempel gelatscht. Da war ja was. Was ist das? Ein Artefakt! Ah! Welches? Artefakt der Sonne. Wait, das ist einer der, die ich nicht sehen konnte, richtig? Glaube ich. Ja. Die Welt hatte ich und dann kamen zweimal Fragezeichen. Okay. Ha. Huh. Warte mal, kann ich nicht einfach mit der Powerbomb machen? Echt nicht? Och. Boah, und dann geht's auch nur einmal. Geht das wenigstens? Yeah. Immerhin eine Sache, die funktioniert. Wait a second. Habe ich die falsche Ausfahrt genommen oder was? Oh, ich bin... Okay. Ich bin... Ich bin ein bisschen zu früh abgebogen. Okay, ja gut. Ich sag mal so, ich bin zu früh abgebogen, habe aber trotzdem was gefunden. Kann ich echt nicht anziehen? Ah doch, kann ich. Durch Zufall dann doch bekommen, was ich wollte. Nur halt nicht an der Stelle, wo ich eigentlich sein will. Ah ne, da kann man nicht hoch. Aber sowas meine ich. Du hast diesen Raum entdeckt und das war's. Du hast aber jetzt nicht vom Spiel irgendetwas, was dir jetzt sagt, ey, da ist noch was. Du hast da was übersehen. Oder da gibt's noch irgendetwas, was du machen kannst. Was du vorher nicht machen konntest. Schau mal wieder vorbei, wenn du was hast. Ist nicht. Das ist einfach nur quasi, hast du dir das gemerkt? Falls ja, dann gut. Dann geh mal hin. Falls nicht, dann... Ja, viel Spaß beim Finden, wa? Viel Spaß beim heiteren Rätselraten. Wo zum Geier ist mein nächstes Item? Was mache ich hier eigentlich? Und warum zum Geier bin ich immer noch hier am Feststecken? Das habe ich mitgenommen. Da kam ich so nicht hoch, da musste ich dahin. Nee, hätte ja sein können. Sah irgendwie verdächtig aus.
Nee, hier unten muss ich nicht sein, oder? Warte mal, nee, ich soll wahrscheinlich da rein, ja, aber, Dieser Fisch ist in einer Eisschicht eingefroren, deren Oberfläche auffällig glatt ist. Oh, wow. Ich kann die Fische scannen, ja geil. What? Habe ich Schaden durch dich bekommen, weil ich dich berührt habe? Oder wieder weit. Huh. Ja, das ist jetzt nur ein bisschen blöd. Oh, was ist denn das? Ja, toll, die Plattformen sind außer Betrieb. Scheiß Wartung hier. Keiner was am Machen. Wofür werden die Leute eigentlich hier bezahlt? Ach nee, warte mal. Es sind ja gar keine mehr hier. Falls mal welche waren. Verdammt. Ist da hinten echt nix? Was wird denn dann gemeint mit Schlucht? Ah, verdammt. Einmal zu oft gedrückt. Forschungslabor, Quarantänebereich, Verbindungshöhle zur Jäger, bla bla bla. Was? Schluchttunnel? Es wird einfach nur das gemeint. Oh geil, dann darf ich jetzt erstmal quer durch die... Oh. Okay. Ja gut, ich meine, hier stand Kluft, nicht Schlucht. Ist mir schon klar. Aber kann ja sein, dass sie es nicht halt direkt so wortgenau meinen. Aber gut, scheinbar wohl doch. Oh, das ist ja dann sogar noch schlimmer, weil ich bin ja dann in unmittelbarer Nähe von dem Mist gewesen.